Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, und ich habe hier schon wieder so ein lockerstes Fies, immer dieses rausstehende. Okay, ja, heute ist Freitag und ich dachte, ich möchte heute ein bisschen mit euch labern. Also, das Thema, über das ich gerne labern möchte, ist das Thema Unterhaltung. Unterhaltung, Entertainment, diese Sachen halt. Ich will mir gerade kein drittes Wort ein. Ich wollte noch ein drittes Wort bringen, aber ich hatte gerade einen Hänger. Okay. Also, ich bin ja jetzt seit ungefähr einem Jahr auf YouTube unterwegs und gelegentlich schaue ich jetzt seitdem auch mal in die Trends oder ja, ich gucke eben auch mal gelegentlich, was machen eigentlich andere YouTuber so. Und heute habe ich mal das erste Mal mit meiner Mom zusammen geguckt und meine Mutter war irgendwie total schockiert, so richtig schockiert, dass sowas wirklich heutzutage als normales Entertainment geht, dass das die Leute sich gerne angucken. Und ich konnte es in gewisser Form auch verstehen, weil ich einfach finde, wir sind jetzt an einem Punkt, wo unsere Unterhaltung immer mehr werden muss. Immer doller, immer größer, immer intensiver, immer wilder, immer am besten noch irgendwie einen draufsetzen. Angefangen hat es mit diesen ganzen Trends wie Baden in, wo wirklich in meinen Augen oft Lebensmittel verschwendet wurden. Oder sowas wie, dann kam dieses sich 24 Stunden einsperren in, wo in meinen Augen wirklich oft eine illegale Aktion ist, weil du kannst dich nicht einfach irgendwo einsperren und das ist Hausfriedensbruch und das ist einfach total illegal. Und ja, dann kam das größte Pünktchen, zum Beispiel der größte Keks hier, der größte Kaugummi da, das größte Sinnes. Und ja, ich frage mich, wo gehen diese ganzen Trends hin? Oder anders gefragt, woher kommt dieses Bedürfnis, sowas zu sehen? Ich meine, ich für meinen Teil, ich habe jetzt nie dieses Bedürfnis, dann irgendeins von diesen Videos anzuklicken, weil ich irgendwie sage, das ist Schwachsinn. Und das ist auch so, ja, ich bin niemand, der sagt, ich schaue mir das Video jetzt an und drücke den Dislike-Button, weil ich es nicht gut finde, sondern ich bin dann einfach jemand, der sagt, okay, das, was da drin steht, das, was da so, ja, was da in dem Video anscheinend gemacht wird, ist was, wo ich für mich nicht gut finde, also gucke ich das Video auch gar nicht erst an. Ich schaue es mir einfach nicht an. Ich bin jemand, wenn ich es anschaue, dann nur, um meiner Mom so zu zeigen, wie die heute zum Beispiel, so sieht das zurzeit aus mit dem Entertainment. Und das schauen sich die Leute gerade gerne an. Und ja, ich bin natürlich jetzt jemand, ich bin nicht dieses klassische Prinzip vom Anschauen, Konsument von Videos oder irgend sowas, sondern ich möchte irgendwie, wenn ich unterhalten werden möchte, finde ich auch sowas wie einfach mal einem guten Klavierkonzert zuzusehen oder auch sowas. Also ich bin da eher so dieser, ja, klassische, altmodische Sachen angucken Gucker. Sowas wie auch die Sissy-Filmreihe oder, ja, ich finde auch einige Let's Plays sehr schön und sehr gut, weil ich es einfach interessant finde, dann die Spiele so zu beobachten und ich mag auch dieses, es einfach im Hintergrund laufen zu lassen, während ich zum Beispiel ein Bild mal für meine Eltern oder irgend sowas oder einfach während ich irgendwas mache, wie zum Beispiel backen oder Abendessen oder irgend sowas, einfach so ein bisschen was, dass man nicht so das Gefühl hat, man steht ganz alleine da, dann finde ich es einfach auch schön, sowas anzuhören. Aber was ich nicht schön finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass in den Videos heutzutage immer alles derber wird. Dass immer alles deftiger, derber und stärker werden muss. Dass die Leute nicht mehr sich unterhalten fühlen, bloß von jemandem, der eine nette Geschichte erzählt, der einfach nur da sitzt oder der einfach nur ihnen versucht, eine Lebensweisheit mitzugeben, sondern dass sehr viele Leute heutzutage an einem Punkt angelangt sind, wo man wirklich sagen muss,
bis einer heult. Anders kann ich es jetzt nicht sagen, weil das ist so dieses typische Prinzip vom Sandkasten. Es tut mir leid, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, aber wirklich dieses, einer hat eine Schaufel, dann muss unbedingt der andere einen Bagger haben, dann braucht der Nächste, dann braucht der, der die Schaufel hatte, plötzlich ein super tolles Rennautochen. Und dann irgendwann kommt es an einen Punkt, wo dann irgendeiner so enttäuscht ist oder so sauer ist, dass er dem anderen dann den Bagger kaputt macht und dann heult der andere wieder. Und ich finde es so schade, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir einfach viele Menschen sich nur noch unterhalten fühlen von Leuten, die viel fluchen, die Sachen machen, die illegal sind, die wirklich schädlich auch teilweise sind. Ich meine, ich finde einfach nicht gut, wenn man sowas macht. Und was mir vor allem oft, wenn ich dann mal so ein Video gucke oder so, was mir da sehr oft fehlt, ist die Message, macht's aber nicht nach. Ich finde es in Ordnung, für meinen Teil, wenn jemand diese Videos macht und die Leute sich angucken, wenn der dann aber auch am Ende vom Video oder schon zum Anfang sagt, aber macht's nicht nach, seht zu, wie ich's gemacht habe, ich lernt daraus, aber macht's nicht nach. Ich finde einfach, wenn man sowas macht, sollte man es im Sinne von lehrreich machen und nicht im Sinne von der ist hingeflogen oder guck mal, wie doof der sich anstellt. Weil das ist einfach nicht, das ist nicht wirklich, ja, ich habe das Gefühl, dadurch geht langsam der Sinn für Schönheit der Welt verloren oder auch der Sinn für wirkliche Unterhaltung. Und weil wir das jetzt weil viele im Internet solche Videos gucken, kann man auch schon wieder beobachten, wie es dann in die andere Medienwelt überschwappt und man dann auch schon immer weniger richtig gute kulturelle Sachen im Fernsehen findet. Und ich finde es einfach so schade, weil eben das Fernsehen läuft nach Einschaltquote, genau wie auch das Internet. Und das, was wir gucken, ist das, was dann am meisten produziert wird. Und das ist ja der Witz. Viele Leute, habe ich so das Gefühl, vergessen das und beschweren sich über das Thema. Entschuldigt, eine Sekunde. Sekunde, es tut mir echt leid. Ich bin mitten im Video drin. Tschüss. Es tut mir leid. Das war jetzt auch nicht gerade höflich von mir. Das waren meine Eltern, die mir sagen wollten, wie es mit dem Adventskalender heute aussieht. Aber es tut mir leid. Jetzt bin ich voll rausgekommen. Ich möchte auf jeden Fall sagen, wir als Zuschauer können beeinflussen, was die Sachen sind, die wir anschauen und was dann auch mehr produziert wird. Wenn wir uns immer mehr Sachen anschauen, die mehr diesen Unterhaltungswert haben, dann wird davon auch immer mehr produziert. Wenn wir uns allerdings dazu entscheiden, Sachen anzuschauen, die uns auch wirklich tief innen drin bewegen oder die uns berühren oder die nicht nur so einen kurzen Spaß sind und keine Moral haben, sondern einfach auch mal sowas zu gucken, wo am Ende kommt, die Moral der Geschichte ist, ich meine, es gibt nicht umsonst diese Märchenbücher, die uns immer allen sagen, dass es eine Moral gibt. Das ist nun mal so und ich finde einfach, das ist so ein Teil des großen Ganzen, der dazu beiträgt, dass unsere Werte, unser Zusammenleben schwieriger wird, weil wir einfach nicht mehr unterscheiden können. Unterscheiden zwischen, was ist korrekt und was kann man tun und was ist nicht mehr das, was wir tun dürfen. Ich für meinen Teil, ich habe natürlich das Glück, dass ich Eltern habe oder auch Verwandte, die mir sagen, wo 24 Stunden sich einsperren zu lassen, das ist mehr als illegal und das ist auch wirklich nur noch Hausfriedensbruch. Aber ich stelle mir die Frage, wenn man jetzt als jemand ist, der mit seinen Eltern nicht so ein gutes Verhältnis hat wie ich, die ich wirklich alles mit meinen Eltern bespreche, bis zum Wiedercoin-Moment, wirklich alles. Wir reden über alles, wir können uns über alles austauschen, ich kann meinen Eltern alles erzählen. Aber wenn ja jemand nicht so ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat und es einfach nur ungefiltert und unreflektiert anschaut, dann frage ich mich, welche Wirkung es auf ihn hat und wie schnell es dann so sein wird, dass viele junge Leute auch vor allem, die Dinge nachmachen, ohne drüber nachzudenken und gar nicht mehr sich bewusst sind, dass sie damit eigentlich gerade etwas Illegales machen und etwas Kriminelles. Ja,
Das wollte ich heute euch mal erzählen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Video geholfen hat. Das mit meinen Eltern am Telefon, es tut mir leid. Das wird an dieser Stelle auch an meine Eltern. Tut mir leid, dass ich gerade aufgelegt habe, so unhöflich. Ich hoffe, dass ihr das ähnlich seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ja. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an diebell.rietmeier@outlook.com. Oder ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr mögt, auf Twitter oder Facebook schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und empfehle euch auf jeden Fall mein letztes Video. Das war nämlich wirklich gut, da bin ich total stolz drauf. Wir sehen uns, bis bald, tschüss!